Wie brutal es wird, können wir vielleicht heute noch ein bisschen erfragen. Vor dem Konrad-Adenauer-Haus in Berlins Tiergarten, unser Korrespondent Gerd-Joachim von Fallois. Gerd, da sind ja wahrscheinlich viele Zungenschläge an diesem Wochenende gewesen. Wenn wir mal eines der schärfsten herausgreifen, in einer sehr bekannten Sonntagszeitung via Interview, der Abgeordnete von Stetten, der hier fordert, dass gleich das gesamte Präsidium seinen Hut nehmen solle. Ist das nun, naja, ein Warnschuss oder eine reale Option für irgendjemanden? Nein, das ist eher ein Warnschuss. Eine reale Option kann es schon deshalb nicht sein. Die CDU kann ja nicht führungslos die nächsten Monate hier durch die Gegend laufen, sondern es müssen wichtige Entscheidungen getroffen werden. Die Frage ist halt einzig und allein, kann Armin Laschet das so machen, wie er das vorgeschlagen hat? Und da ist nicht nur Herr von Stetten der Meinung, dass Armin Laschet da der falsche Moderator sei. Zum Beispiel will er ja hier heute einen Plan vorstellen, wie es bis zum Sonderparteitag gehen soll. Unter anderem wird es ein Treffen geben mit den Bezirks- und Kreisvorsitzenden. Es wird ein Treffen geben mit den Ostdeutschen. Und alleine das letzte Treffen kann ich mir mit Armin Laschet gar nicht vorstellen. Denn viele in Ostdeutschland machen die Niederlage vor allen Dingen an Armin Laschet fest. Und das ist ein bisschen ungerecht. Und dann kommen wir wieder zu Herrn von Stetten. Der sagt nämlich, Armin Laschet hat auf einem Parteitag gewonnen gegen Friedrich Merz. Die Merz-Freunde haben sich dann nicht hinter Laschet gestellt. Aber dann wurde Armin Laschet durchs Präsidium, genauer gesagt durch Wolfgang Schäuble und Volker Bouffier durchgedrückt gegen Herrn Söder. Und diese Verantwortlichkeiten, die müssen doch auch mal benannt werden. Das war undemokratisch bzw. gegen die Mehrheitsmeinung in der Partei. Und so kann es nicht wieder kommen. Deswegen sollten die Mitglieder befasst werden. Mhm. Das ist der eine Punkt, sozusagen, wie man das Prozedere aufsetzt. Es gab noch sozusagen am Wochenende noch eine andere Idee, wie die CDU quasi kurzfristig aus der Bredouille kommen soll. Nämlich der Vorschlag eines sogenannten Übergangsvorsitzenden. Wie mehrheitsfähig ist denn sowas? Ja, dieser Vorschlag ist nicht sehr realistisch. Es stellt sich in der Tat die Frage auch bei der Verfasstheit der CDU, wer moderiert diesen Übergang? Ist es wirklich der angeschlagene Vorsitzende Laschet? Nimmt man da besser den Generalsekretär? Denn ganz so schnell, wie viele hoffen, wird es nicht gehen. Wenn man mal drauf schaut, wenn es eine Mitgliederbefragung geben sollte, die ist in der Satzung der CDU-CSU so nicht vorgesehen. Am Schluss entscheidet ein Parteitag. Und wenn man wirklich will, dass die Mitglieder die Frage entscheiden, wer der Vorsitzende ist, dann dauert der Prozess noch wesentlich länger. Präsidiumsmitglieder, die sich hier heute versammelt haben, sind fast alle durchgelaufen oder in die Tiefgarage gefahren. Es gab nur zwei, die vor den Kameras stehen geblieben sind, und die beiden wollen wir Ihnen jetzt mal zeigen. Wir werden heute wirklich in Ruhe und auch gründlich miteinander beraten und besprechen. Ich glaube, so eine Lösung mit einem Federstrich nach so einem komplexen Wahlergebnis und nach 16 Jahren Regierungsführung, das ist schon etwas komplexer als eine kurze, schnelle Forderung mal umzusetzen. Wichtig ist nicht die Frage von Zeit, sondern von Gründlichkeit und von Inhalt. Wenn das schnell geht, ist das okay, aber wenn es vielleicht zwei Wochen länger braucht, ist das auch in Ordnung. Ich meine, dass jetzt die Zeitfrage nicht allein alles löst, sondern es muss eine gewisse Gründlichkeit sein. Also es ist ja vollkommen klar, dass es nicht nur um die Wahl eines Vorsitzenden oder einer Vorsitzenden geht, sondern dass das den gesamten Bundesvorstand, das Präsidium betrifft. Es müssen alle Funktionen neu gewählt werden. Wir brauchen einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende, aber auch ein Team, was mit Freude gemeinsam diese Aufgabe annimmt. Und deswegen ist es richtig, dass noch in diesem Jahr bei einem Bundesparteitag aus meiner Sicht alle Führungsaufgaben neu gewählt werden. Und es ist auch nicht eine Last, dass die Parteibasis eingebunden wird, sondern aus meiner Sicht eine Selbstverständlichkeit. Es ist eine Voraussetzung dafür, dass das auch gut wird in den nächsten Jahren. Ob man das mit einem Mitgliederentscheid oder auf eine andere Art und Weise macht, wird man sehen. Aber niemand soll den Eindruck erwecken, als könnte man die Parteibasis jetzt beiseite schieben. Diese Frauen und Männer, die über die vielen Jahre und auch in den vergangenen Wochen und Monaten in schwerer Zeit sich für die CDU eingesetzt hat, die müssen hier auch ganz sichtbar mit eingebunden werden.
sagt der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer. Allerdings noch mal gesagt, auf einem Parteitag wurde mit knapper Mehrheit entschieden, dass Armin Laschet der Vorsitzende der CDU ist Anfang des Jahres. Und diese Männer und Frauen, die dann anschließend nicht in den Wahlkampf gezogen sind für den Kandidaten, den sie eigentlich nicht wollten, die müssen sich auch hinterfragen, ob das die richtige demokratische Haltung ist, wenn Basismitglieder quasi schmollen. Auch dieses sollte sich jeder noch mal hinter die Ohren schreiben. Gibt ja im Moment auch noch andere Gesprächsfäden, zum Beispiel in Magdeburg, wo sich seit gestern die Unionsfraktionsvorsitzenden treffen. Auch da hat man ja sozusagen wieder auch die übliche Melodie des Ostens, die, sagen wir mal, nicht Laschet-positiv ist, gehört. Aber Gerd, Sie haben das schon mehrfach angedeutet, aber lassen Sie es uns noch mal auf den Punkt formulieren. Das Timing ist sozusagen jetzt eine wichtige Frage, die die CDU klären muss. Die Frage der Geschwindigkeit, Mitgliederbefragung plus Parteitag noch in diesem Jahr, das halten Sie für wenig aussichtsreich? Ja, wie gesagt, da muss man sich die Satzung der CDU anschauen. Da ist dieses Instrument nicht vorgesehen, dass abschließend die Mitglieder entscheiden, sondern der Parteitag. Und man muss zu einer Parteitagszusammensetzung bei der CDU sagen, 1001 Delegierte entscheiden. Das sind Bezirksvorsitzende, Kreisvorsitzende, gewählte Delegierte, die schon die Breite der Partei repräsentieren. Es war auch weniger diese Parteitagsentscheidung, die ich jetzt schon ein paar Mal angesprochen habe, als mehr das Durchdrücken von Armin Laschet gegen Markus Söder, quasi von zwei, drei Granden, die dann in der Nacht gesagt haben, er muss es machen. Und insofern, dieses hat zur großen Verbitterung geführt. Und deswegen darf sowas nicht wieder vorkommen. Deswegen muss die Diskussion in der Breite geführt werden. Armin Laschet hat jetzt noch mal einen Brief an alle CDU-Mitglieder geschrieben und hat gesagt, die CDU steht nach wie vor bereit für Jamaika-Gespräche. Und da schmunzeln viele und sagen, also er hat es immer noch nicht verstanden. Er jedenfalls wird nicht derjenige sein, sollte es wirklich zu solchen Gesprächen kommen. Und die allermeisten hier in der CDU glauben da nicht mehr dran. Sie glauben, dass die Ampel zu Ende verhandelt werden kann. Sollte es wirklich zu solchen Gesprächen kommen, braucht man in der Tat auch schnelle andere Lösungen bei der CDU. Gerd, ganz herzlichen Dank für diesen Augenblick. Wir sprechen über den Tag sicher noch mal wieder. Vielen Dank ans Konrad Adenauerhaus. Danke.